Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir nehmen Scannersuche auf barsucht.net auf. Daniel ist heute leider nicht mit dabei. Ist aber gar kein Problem. Ist gar kein Problem, Leute. Wir suchen heute mal alleine Scammer. Allerdings nicht auf die übliche Art und Weise, dass wir quasi rumlaufen und Leute suchen, sondern wir gehen ins Forum. Da war ich gerade schon auf barsucht.net/forum und habe ein paar User Reports angeguckt. Und da gibt es einen Supreme. Ernsthaft? Lol. Das ist genau die Person, die gerade den Chat schreibt. Der ist nämlich einer, der die ganze Zeit Werbung für irgendwelche Schilder-Dings macht, wobei er schreibt nur einen Punkt in Chat. Egal. Auf jeden Fall spammt er die ganze Zeit hier von wegen, dass er irgendwas mit Schildern hat oder so. Da haben User hat gesagt, dass er die verarscht, wobei ich nicht ganz verstehen kann, was das mit Schildern soll. Darum dachte ich mir, gucken wir uns das mal an. Ganz kurz als Anmerkung für euch noch. Wenn sich irgendwelche User gegen die Regeln benehmen, gar kein Problem. Es macht gar nichts. Ihr könnt einfach ins Forum gehen und da die melden. Bitte achtet aber drauf, wenn ihr zum Beispiel einen Namen habt, nehmen wir jetzt mal diesen Lena, dann könnt ihr die ja tabben und kopieren. Das reicht einfach im Report mit ein. Das ist für uns nämlich viel einfacher, den im Anschluss dann einfach zu muten oder halt zu bannen. So, und jetzt würde ich sagen, egal, PH Maxis, gehen wir einfach mal hin. Ich esse nochmal kurz was, weil der soll ich irgendwas machen. Jetzt war ein komischer Shop. Oh, er ist sogar da. Hallo, guten Tag. Kann ich ihm schreiben? MSG Maxi. Hey. Was bietest du denn? Also im Forum steht. Okay, in der Sekunde, was schreibt. Verkaufe mit F. Cool. Farbiges Schild mit Text nach Wahl. Okay. Ah, hier. Krass, okay. Was ist denn das überhaupt? Ist das ein Shop? Okay. Was gibt's hier? 30 Lapis. Münzen, Diamanten. Okay. Verkaufe Schreiben mit V, farbige Schilder. Cool. Was kostet das denn? 25k. Krass. Ich hab 18.500. Och nee. Hab nur 18k. Geht das auch? Wir müssen da gucken, dass wir so ein bisschen vom Preis runter. Ah, der hat meinen Kopf. Der hat sogar meinen Kopf. Was steht da? Admin Apple TV. 50k für meinen Kopf. Ja, nice. Gut, okay, wo geht's hier oben hin? Auch nix, okay. Der hat ja nichts. Irgendwelche Truhen überall. Aber warum? Ist so langweilig. Sind halt schon wertvoll. Was hat er all mit seinem F und V? Geht deine V-Taste nicht? Mal kurz gucken. Ihr wisst, Leute, ich muss die so ein bisschen immer ärgern, was sowas angeht. Der hat einen Supreme-Rang, ne? Ja, okay, Supreme. Ja gut, klar. Ach, nur so. Also ich würde die Schilder kaufen, wenn du 18k akzeptierst. Also Wörter, die man nie schreibt, die sind so schwer zu schreiben. Hast du mich jetzt hier eingesperrt? Hallo? Hallo? Bitte hier raus! Hallo? Oh Gott, vielleicht tötet er mich noch oder so ein Scheiß. Na gut, wir haben zum Glück nichts Wertvolles, wir haben ein bisschen Essen, das war's. Diesmal habe ich mitgedacht. Möchtest du mir antworten? Naja, ist okay, machen wir mal eine Ausnahme. Cool. Danke. Und so, was muss ich jetzt machen? Verkaufe dieses farbige Schild. Auch mit T. okay, was willst du drauf haben? Wie meinst du das? Mal gucken. Ich verstehe halt nicht genau, was drauf haben. Er baut es doch einfach nur ab, oder nicht? Was will ich da drauf? Hä? Ach, meint er. Ah, okay. Was drauf? Ich wollte gerade sagen, meint er mit dem Text oder was? Ach so. Okay, warte. Jetzt müssen wir uns überlegen, was können wir denn da drauf schreiben? Muss bestimmt so aussehen wie hier, ne? So jedes Wort in eine Zeile oder so. Ach so, okay, warte. Okay, mach ich. Hä? Erste Zeile. In Zeile in Blau. Was kann man da anschreiben? Shop Doppelpunkt. Zweite Zeile in Rot. Ach, keine Ahnung, was kann ich schon machen? Event Verkauf. Ich nehme jetzt einfach irgendwie weiter aus dem Shop. Dritte Zeile in Rot. Was macht er da? Okay, egal. Dritte Zeile in Rot machen wir.
kaufe jetzt. So, ich glaube, das reicht. Oder? Ach komm. Vierte Zeile in. Wie heißt denn und 6? Ich mach mal und 6 einfach. Und 6. Was kann man da schnell mal nehmen? Mega Angebot. So. Mal gucken. Ach so. Oh. Jetzt hat er das einfach in der Farbe gemacht. Oh nein. Na gut, ich hoffe, der checkt das. Das war alles. Alles. So. Jetzt musst du. Wie wird. Muss ich jetzt auf meinen Platz rasten oder was? Habe ich auf einen Plot? PH. Mal kurz gucken. Ich habe einen Plot. Sehr cool. Hä? Hä? Cold Levy. Was ist denn das für ein Plot? Oh. Okay. Ja, egal, keine Ahnung. Das Plot ist aus irgendeiner Aufnahme. Was war das doch für eine Aufnahme? Ich habe keine Ahnung mehr. Muss ich nochmal nachgucken. Wenn ich es noch, wenn wir es mal einfällt, oder wenn ihr es noch wisst, aus welcher Aufnahme dieses Plot ist, das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, schreibt es unbedingt mal rein. Maxi, Dings. Schnell wieder zu seinem Plot, bevor er irgendwas noch denkt oder so. So, mach bitte wieder auf. Musste mir Essen holen. Hallo? Schreibt er jetzt oder was? Ich sehe nichts. Ja, aber ich glaube, er schreibt da irgendwas drauf. Okay. Oh, da müssen wir warten. Kann man irgendwie von irgendwo gucken? Ist alles zu, ne? Ach man, ich will doch nur gucken, was er da drauf schreibt. Hallo? Hallo? Ah, danke. So, Shop-Event-Verkauf. Na gut, das war jetzt nicht die Farbe, die ich wollte, aber mir egal. Mega Angebot. Ja, danke. Und jetzt? Ich habe übrigens die Nachricht im Chat gelesen, die Person wird gleich gebannt. Space Marine. Schreibe ich mir mal kurz mit auf. So, der kriegst dann gleich einen schönen Permaban. Pay us, dann kriegst du... Hä? Aber das steht ja jetzt hier und nicht bei mir. Was bringt mir das dann? Verstehe ich nicht. Er will jetzt, dass ich ihm die 18k bezahle. Dann steht das... Hä? Es? Ja, das bringt dir doch gar nichts. Ist das doch weg? Aber dann ist doch alles weg auf dem Schild. Was labert der für ein Scheiß, Leute? Ich verstehe es nicht. Er will jetzt, dass, dass ich ihm zahle. Dann will das abbauen. Hä? Nein, das bleibt so. Mit Supreme geht das nicht weg. Ja, es ist ein Scammer. Okay. Okay, cool. Komm, wir machen's. Pay Maxi ist 18k. Weg ist das schöne Geld. Ich habe noch 500 Münzen. Und jetzt wird er das... Ja, und jetzt? Er gibt mir jetzt ein Schild. Wow, da ist nichts. Das ist ein Schild. Und jetzt? Hä? Ach, ich wurde vom Flock gekickt. Warum? Hä? PH, ich geh mal zu meinem Home kurz. Das, ich muss. Ich verstehe es nicht. So, wir setzen uns jetzt hin. Ja, jetzt ist es aber leer. Hä? Das Schild ist leer. Nichts drauf. Was labert der für ein Bullshit? Doch muss. Nein. Ist leer. Leute, logisch ist das Schild leer. Aber ich muss jetzt da für ihn so schreiben, dass es nicht direkt auffällt, weil ich gucken möchte, was er sagt. Als ob. Ja. Kann ich mein Geld wieder... Ich gebe ihm das Schild jetzt zurück. Und wenn er mir das Geld wieder gibt, dann ist es einfach nur ein... Hast du wirklich geglaubt, dass das drauf bleibt? Hast du doch gesagt. Hä? So. Bist du dumm? Oha. Es ist also ganz klar ein dreister Scammer. Allerdings mit Supreme-Rang. Das finde ich ein bisschen schade tatsächlich. Denn mir kommt immer nicht auf die Idee, welchen Plot das war. Aber egal. Oder aus welchem Video das war. Geld behalte ich. Och, diese Dächer, Mann. Aber... Er hat einen Supreme-Rang. Ja, der Supreme-Rang ist der einzige, abgesehen von Helfern und halt, also die Teammitglieder halt, ist der
Owner, der Supreme Rang, der einzige Rang, der farbig auf Schilder schreiben kann. Ich hätte es halt gedacht, okay, ich pay ihm, dafür kriegt er kurz Trust auf meinen Plot oder so. Und dann setzt er mir das Schild dahin. Aber das ist ja richtig unfair. Dann geht er den... Wisst ihr was, Leute? Wir wechseln schnell den Account. Und dann gucken wir mal, was er macht, wenn ich mich offen ihm überzeige. Da bin ich mal gespannt drauf, ob er dann zugibt, dass er ein Scammer ist. Wir machen einen kleinen Cut, sehen uns gleich wieder. So Leute, wir sind jetzt im Hauptaccount online. Er ist hier irgendwo unten am Graben. TP Maxi, so. Oh, ich habe was aufgesammelt. Hoppala. Hat das gemerkt? Hat das gemerkt? Nein, gut. Okay. Es fehlt ihm hier ein Schild. Okay, gut. Wir setzen ihm einfach mal ins Vanish, weil dann können wir nämlich slash V für Maxis. Ich kopiere mir seinen Namen vorher nochmal. So. Das heißt, er kann uns jetzt sehen. Kein anderer kann uns sehen. Uns beide. Hallo? Hallo? Guten Tag. MSG, kann es sein, dass du ein Scammer bist? Mal gucken, was er dazu sagt. Also wir wissen natürlich, dass er scammt, ganz klar. Aber, achso, warte mal. F, toggle, message, all. So. Damit er mir auch antworten kann. Hey, nein, wie kommst du darauf? Weil du gemeldet wurdest. Kannst du mal aufhören abzubauen, das nervt. Hör auf. Es nervt. Danke. Also. Von wem? Von Usern. Wie jetzt ein Diskutieren ist. Hör doch mal auf abzubauen, es nervt. Hör auf. Hör auf. Oh, Nervensäge. Er verkauft Items. Achso, das ist. Ich dachte, jetzt schreibt er in Chat. Scam aber nicht. Digga, hör doch mal auf, jetzt abzubauen. Was ist denn mit dir, Alter? Mein Gott. Doch, mit den Schildern. Wer ist das? Ist das ein Kumpel von ihm? Wer ist denn das? Der rennt die ganze Zeit schon ums Plot rum, oder? Hä? Was ist das für ein Typ? Warte mal, steh, man sieht doch gar nicht, wie du heißt. Hallo? Lena-Lena, okay. Okay. Nein, tue ich wirklich nicht. Okay. Ja gut, wenn du das sagst, dann wird es ja wohl stimmen. Also wir wissen es natürlich besser, aber kann man jetzt nichts anderes machen. Aber was macht der hier unten jetzt überhaupt? Es läuft dir halt, er baut jetzt den Weg weiter, während wir wissen, dass er scammt. Finde ich ein bisschen dreist, um ehrlich zu sein. Er hat zwar nicht so krasse Sachen, oder ist hier irgendwas Cooles drin? Nein, nein, nein. Willst du mir beim Bauen helfen? Wozu? Du scammst doch. Hä? Ich helfe doch jetzt keinem Scammer beim Bauen. Was soll denn das? Was machst du? Du gehst mir so auf die Nerven mit deinem ollen Abbauen von dem Dirt hier, ne? Nein, tue ich nicht. Aha. Okay. Wie soll ich dir denn helfen? Was ist denn jetzt dein Auftrag, Digi? Was ist denn dein Problem? Hier, die Wand. Welche Wand? Ich soll jetzt die scheiß Wand abbauen, oder was? Nein. Ich will wissen, warum du scammst. Und nicht irgendeine scheiß Wand abbauen. Was ist mit dir, Digi? Wenn ja, wird mich... Ach, das ist ja gar nicht. Zu bauen, Blöcke sind in der Kiste, in dem... Kohleinem Raum. Was? In dem Kohleinem Raum. Was für ein Raum. Was ist dir? Ja, warum? Ich helfe dir nicht. Nee. Keine Lust. What the fuck? Ich helfe doch jetzt mit dem Scammer nicht. Oh, bitte. Was will er denn jetzt immer von mir? Das ist halt so nervig. Leute, wisst ihr was? Das macht keinen Sinn so. Ihr entscheidet jetzt in den Kommentaren, ob wir diese Person vote muten soll, hier Community griefen sollen oder nicht. Hier ist ja nichts viel krasses vorhanden. Hier ist halt eine Kiste in dem. Achso, ich wollte gerade sagen, Raum, wo ich nicht rauskomme. In dem Raum, wo ich doch rauskomme. Und das war's. Spannendes Zeug ist hier nicht drin. Die ist leer. Die ist. LOL! Oh oh! Achso, ich habe ja. Oh. Ich dachte gerade, ich sterbe und wollte in Game Mode gehen, aber es ist ja scheißegal, welche die Perks hab. Hä? Ach, das war sein Plan, oder was? Bist du dumm?
Ja, es bringt ihm halt nichts, ne? Und das ist jetzt auch nicht so krass, dass man jetzt sagen kann, wow, was eine übelste Falle. Es ist keine PH-Falle, aber es ist eine dreiste Dingsfalle. Wie geht denn das? Ah, das ist eine Redstone. Ja, okay, das ist eine Redstone-Truhe. Hä, hey, warum lebst du noch? Weil ich Admin bin? Gehst du jetzt bitte mal nicht weg? Hallo? Wo ist er denn jetzt? Da unten. Maxi. So. Aber du bekommst keinen Fallschaden. Ja. Normal. Warte mal. Wolltest du mich töten? Hä? Ah, okay. Ich weiß, was er... Ah. Okay, okay, okay. Weiß nicht. Könntest du Supremes in Inventar gucken? Ich glaube nicht, ne? Hm, keine Ahnung. Muss ich mal überlegen. Nee, könnte ich aber, glaube ich, nicht. Aber er wollte mich umbringen. Aber wozu? Es bringt mir ja nichts. Wie will er nach... Ja, gut, vielleicht hat er ein Home da unten. Aber... Bringen tut's ihm halt nichts, ne? Es ist halt jetzt dämlich, ehrlich zu sein. Es geht auf und zu. Warum geht das auf und zu? Na ja, gut, spannende Sachen gibt's hier nicht. Machen wir es zu. Vielleicht erfreuen sich noch Leute beim Community Gerichter. Oh, wobei, dann fallen die da rein. Wir machen es doch lieber mal weg. Sicher ist sicher. Wir machen da massiven Stein hin und so. Und wir müssen einfach. Es geht nicht. Er wollte mich halt Edmund töten, das sehe ich nicht ein. Die Tür machen wir weg und damit starten wir schnell einen Community Grief, weil, guck mal, er hat versucht mich zu töten. Obwohl er sieht, dass ich Admin bin. Und das reicht mir eigentlich schon. Mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Slash V und 6, hey, Leute. Und 6, C, Grief. Mal gucken, was die sagen. Wäre jetzt interessant, wenn die sagen, nö, vielleicht kennen die den ja auch, wer weiß. Hey Maple, Tag, Joa, ja. Hey. Und 9 slash PH Max. Ich kann nicht tippen. Oh. Slash V für. Oh. Max. Ach, scheiße, wie hieß denn der jetzt? Ich nehme ins Vanish. Wo ist denn der hin? Maxis 2207. 227. Slash V Maxis 2277. Ah, okay, gut. Da oben ist er jetzt. Wollte dich nicht töten. Ah. Hat er nicht gerade geschrieben? Es ist egal. Slash PH Maxi 2277. Ne, 2277. So. Hier hängt tatsächlich noch ein Kopf. Achso, jetzt habe ich normale Köpfe. Ups. Was tut er? Hör auf abzubauen. Hör auf abzubauen. Was ist dein Problem? Er baut hier einfach alles ab. Es gibt hier aber nichts krasses. Das heißt, hier kommen noch ein paar. Ah, Glas kann man nicht abbauen. Packen wir noch ein paar Schwämme rein, würde ich sagen, oder? Da eben hin. Wer schreibt mir Antiproxy? Schmiergal. Da eben hin. Und da eben hin. So. Bitte nicht. Bitte nicht, okay. P, Trust, Sternchen und ab dafür. Und ab dafür. Oh, oh, ich glaube, ich habe die Dings. Warte, 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 warte. Die Falle. Stopp, passt das? Oh. Halt. So. Alles gut, ist safe. So, damit hat er auch seinen Plot. Und wie lange war ich jetzt unten? 5 Sekunden? Der gesamte Weg ist weg. Wie krass. Ich verstehe es immer noch, wie krank das immer abgeht bei euch. Unfassbar. Kannst du mir bitte viel Beacon schenken? Schreibt niemand. Ja, nice. Gut. Leute, das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Ihr wisst Bescheid, was zu tun ist, wenn es euch gefallen hat. Ich weiß immer noch nicht so ganz, was das mit dem anderen Plot auf sich hatte. Da kommen wir aber noch hinter, wenn ihr dazu auch ein bisschen Erfahrung habt hier oder wisst, was da damals war bei der Aufnahme, sagt's gerne mal Bescheid. Wie gesagt, das war halt ein alter Account. Der hat auch schon 4 Spielstunden gehabt oder so. Keine Ahnung, wer mit dem alten Account hier ständig spielt, aber egal. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Schaut auch in die Kommentare, war Quatsch und sorry Leute, schaut auch in die Videobeschreibung, da sind weitere Informationen für euch verlinkt. Und jetzt wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.